Hallo Leute und ganz herzlich willkommen zu einem neuen Video. Ich habe heute ein paar sehr besondere Gäste dabei, wie ihr eventuell erkennen könnt. Und zwar bin ich hier mit Tokyo Hotel. Hätte das jemand meinem 10-jährigen Ich gesagt, ich wäre wahrscheinlich gestorben. Ich hatte, und es ist ein bisschen peinlich, ich hatte Schuhe mit euren Gesichtern drauf. Ah, das finde ich cool. Find ich auch geil. Also ich fand sie mega cool, sie waren unfassbar unbequem. Die waren wie so Chucks, ne? Oder? Ja, ja, so ein bisschen geil. Mehr wie so diese Superstars. Ja. Aber es gab alles, Hausaufgabenhefte, Federmäppchen. Bettwäsche. Wir spielen heute ein Spiel. Wisst ihr, was wir machen? Nee. Wir spielen ein Songquiz. Und zwar ein Google-Übersetzer-Songquiz. Wir haben da vorne eine nette Gehilfin, die uns gleich von Google... Eine Untertanin. Die uns gleich von Google Übersetzer Songtexte vorliest in der übersetzten Sprache und wir müssen es erraten und wer es nicht errät, der muss was trinken. Okay, ich errat's nicht. Ich auch nicht. Ich wollte gerade sagen, Gott sei Dank ist es Lyrics und nicht Musik, weil mit Musik kennen die Jungs nicht so aus. Ja, also ich habe es eigentlich als Bestrafung gedacht. Ich habe schon gehört, dass das eher Belohnung ist für alle außer mich. Das trinken wir wirklich mit unseren Fans vor der Show. Magst du das nicht? Ich finde es grausam. Ja, und lass uns doch mal gleich einen trinken hier, bevor das nicht aber genau, der, ist so, wenn, trinken, der ist eigentlich so gut, wenn du so richtig besoffen bist, der zum wieder klarkommen. Zum wieder klarkommen? Ja. Ah ja, okay. Also eigentlich war das Ding, dadurch, dass die meisten so oft trinken werden müssen, weil immer nur einer gewinnt, habe ich gedacht, okay, dann nehmen wir noch zwei verschiedene. Aber wie ist jetzt? Aber ich weiß nicht, ob das bei euch überhaupt... Aber wenn ich jetzt gewinne, müsst ihr alle eintrinken, ne? Wir alle müssen eintrinken und du nicht. Alles muss mindestens einmal genommen werden. Oh, wow. Ist das auch stark oder eher nicht so? Also ich finde es stark. Dann können wir direkt loslegen, oder? Hat eine volle 180 gemacht. Verrückt denke darüber nach, wie ich war, hat mich der Herzschmerz verändert. Also wenn du mich nicht mit jemandem tanzen sehen willst, what? Dua Lipa, Don't Start Now? Oh, da hätte ich nicht gedacht. Hast du die Songs ausgesucht? Ist auch gut, wir müssen mal trinken. Was auf die Gesundheit. Gesundheit. Prost, meine Nase. Ach schön. Aber was machen wir mit denen hier? Ja, die ist auch einmal bestraft. Ach so, alles klar. Mindestens. Also ihr könnt euch aussuchen, was ihr halt nehmt. Okay, machen wir als nächstes Zitrone oder was? Nee, als nächstes machen wir das, damit wir wissen, was das ist. Nächster. Wenn ich ein Junge wäre, auch nur für einen Tag, ich würde morgen... Ich weiß es! Ja. Ich hatte erst, ich war erst. Ich hab mich gemeldet. Wir probieren erstmal alles und dann entscheiden wir uns, was am besten schmeckt. Okay. Da ist aber kein Alkohol drin, das kann ich sehen. Prost. Prost. Der ist gar nicht so schlimm. Also schmeckt scheiße. Aber brennt, ne? Da ist ganz Alkohol drin, ne? Ich frag mich, was auf aber rein Berliner Luft und das zusammen. Nee, das meine ich. Ja. Das können auch gut dann sein. Füll doch mal auf die Flasche dahinter. Okay, weiter. Dass ich immer noch besser stehe als je zuvor, sieht aus wie ein echter Überlebender und fühlt sich wie ein kleines Kind. Ich stehe nach all der Zeit immer noch und hebe die Scherben meines Lebens auf. Nee? Bitte was? Ohne dich in meinen Gedanken, ich stehe immer noch, ich stehe immer noch, ja. I'm still standing? Aber du musst dich auch sagen, von wem von du bist denn nochmal? Das wüsste ich. I'm still standing, aber der ist auch alt. Hab ich mich gefragt, ob er war alt. Ich war mich auch bei I'm still standing. Aber das zählt, I'm still standing zählt. Songraten, also. Elton John, I'm still standing. Ah ja. Dann. So. Was nehmen wir? Prost. Du darfst dir deine Bestrafung aussuchen, weil für dich ist es. Ich finde, ihr trinkt noch einen kleinen. Ja, stimmt, du hattest noch gar keinen, ne? Stimmt. Ja, du hattest noch gar keinen. Ja, dann mal. Zwei über Kreuz. Was heißt das jetzt? Das ist okay. Das ist okay. Das schmeckt wie Zahnpasta. Aber macht irgendwie frisch so. Macht einen frischen Atem. Oh, mir wird warm. Ich habe zu viele Dates, aber ich kann sie nicht zum Bleiben zwingen. Zumindest sagen die Leute das Millimeter, das sagen die Leute Millimeter, aber ich fahre weiter, kann nicht aufhören. Ich weiß, ein Künstler. Hassen Baby. Ich werde nur schütteln. Shake It Off von Taylor Swift? Ja, ich wusste Taylor Swift, wusste ich. Bei Schütteln wusste ich auch. Ja, gut. Zitronen, ne? Zitronen. Prost. Prost. Mhm. Du musst ja nicht ausessen. Das reicht. Nein. Dann doch lieber, ne? Noch einen kleinen Schlappen. Ja. Ich war an 1000 Orten, ich überquerte die 7 Seen, ich sehe dich. Tokyo Hotel. Tom. Oder nicht? Nein. Nee, Bad Love. Entschuldigung. Er muss trinken, ist Bad Love. Ja, erstmal musst du trinken. Ist es? Bad Love. Hey, was hast du denn gesagt?
Hier kam es den Neid, ja. Ich singe davor. Das liegt an dem Fett. Hey, ich hab ihn aber! Das stimmt nicht, ich hab ihn korrigiert. Nein, du kannst nicht korrigieren. Das, was man zuerst sagt, zählt, trink ein. Aber warte mal, also ich find's jetzt fair, wenn ich trinken müsste, aber den Punkt trotzdem kriegen würde. Nee. Weil das macht ja gar keinen Sinn. Doch, weil ich habe hier die richtige Antwort auch verraten. Ja, aber was war es denn jetzt? Es war Tokyo Hotel mit Bad Love. Wer muss jetzt bestraft werden? Also es gibt alle Punkte, oder? Ja. Noch gar nicht. Scheiße, stimmt, alle. Wieso? Hä? Ja. Aber ich habe schon 2 Punkte, ne? Hier gibt es keine Punkte. Mhm. Ja, ich merk's. Ich habe schon 2 Punkte. Wie viel hast du, Gustav? Wie viel hast du nochmal? Wie viele Punkte? Also ich sehe hier nur einen Punkt. Jörg möchte bitte aber mal randvoll haben jetzt. Randvoll. Aber so, dass er Kamera annehmen kann. Danke. So. Ja. Hast du das auch noch, oder wie? Das war aus Versehen. Ich habe vorhin extra nur einen kleinen da reingegossen. Und das ist jetzt die Quittung, ne? Cheers. Komm, cheers. Du hast einen Punkt, ne? Nicht überkreuzt. Wer noch einen zieht? Ich habe 2. Ach, du hast auch schon 2. Ich habe jetzt einen. Ihr habt alle noch gar keinen. Nee, ich habe schon einen. Aber also, wer Bad Love noch nicht gehört hat, Bad Love unbedingt mal anhören. Das ist und ein neuer Song. An dem Spiel hat man dann, glaube ich, auch erkannt, wer den Song geschrieben hat. Nämlich die anderen und alle so, hä, wer ist das? Rihanna? Keine Ahnung. Tokyo Hotel. Und du hast gesagt, ich habe es verwechselt mit der letzten Single, Entschuldigung. Nee, wir haben den in Berlin geschrieben, darum passt Berliner Luft auch gut. Den haben wir zusammengeschrieben mit dem gleichen Team, mit dem wir auch Wild Lies geschrieben haben. Ist alles in der gleichen Session oder in den, also nicht am gleichen Tag, aber in den Tagen entstanden. Und unsere Fans haben gesagt, das ist der beste Song, den wir seit 10 Jahren veröffentlicht haben. Das würden wir von uns selbst nie behaupten, ne? Ja. Aber wir haben es gehört. Das ist das Gerücht. Also. In dem Song geht es um schlechte Liebe. Um schlechte Liebe. Wenn ich es jetzt so übersetze. Ja, genau. Also so ein bisschen so toxisch, aber vor allem so eine obsessive Liebe. Also wenn man so völlig wahnsinnig ist. Es ist über ein Mädchen geschrieben, die denkt, dass sie seit über 15 Jahren mit mir in einer Beziehung ist. Dabei habe ich die noch nie getroffen. Ach, und das ist echt. Also genau. Als wir in der Session saßen und dann angefangen haben, das Lied zu schreiben, hatte ich eine Nachricht vorgelesen auf Instagram, weil sie mir immer schreibt und dann hat sie wieder ewig lang erklärt, wie wir jetzt weitermachen und wie es jetzt von hier an mit uns weitergeht und so weiter. Und, oh Gott, aber und die Arme ist seit 15 Jahren oder über 15 Jahren geht sie fest davon aus, dass wir zusammen sind und sie lässt sich auch nicht vom Gegenteil überzeugen und sie denkt, jedes Lied, was ich mache, ist für sie und dann dachte man, gut, dann schreiben wir jetzt mal. Das schreiben wir wirklich jetzt. Nee, und dann dachte ich aber so, auf eine Art kann ich natürlich da mich so ein bisschen reinempfinden, weil ich habe zum Beispiel auch nie Glück in der Liebe gehabt und habe mir immer die falschen Partner ausgesucht und war immer unglücklich verliebt und habe mir immer diesen Schmerz ausgesucht, also immer den schmerzhaften Weg, sich zu verlieben. Daraus ist dann der Song entstanden, Bad Love. Cool. Also, halbwegs cool. Also der Song ist cool, die Geschichte dahinter. Ja. Und ich wollte keinen Song schreiben, denn ich wollte nicht, dass irgendjemand denkt, dass es mich noch interessiert. Ah. Justin Bieber, Love Yourself. Ach, oh, das ja? Ich nicht, das ja. Lied. Ah, nee, nein? Nee. No ah, ja, kenne ich. Nope. Ja. Ah, das ist der. Mensch, schade, muss ich noch einen trinken. Ja, oh. So zieht es, ey. Jetzt mal wieder einen gesunden. Jetzt mal wieder, genau. Obwohl, der stört euch eigentlich auch nicht so. Das ist ich kann euch hier gar nicht bestrafen. Das Wichtige im Leben ist immer die Balance. Weil jetzt, wo ich drüber nachdenke, es könnte doch schon richtig widerlich werden. Was machen wir denn, wenn die Flasche leer ist, Mensch? Weiterspielen, noch eine neue Flasche holen. Oh, scheiße, noch aus dem Büro. Ja, wir haben noch Pfeffi. Pfeffi ist auch lecker. Gut. Ist doch das Gleiche. Prost. Prost. Nee, das war nicht gut. Gut, wer führt? Ich führe, ne? Ich? Ach, du führst, echt? Okay, komm. Ich werde dir sagen, was ich will, was ich wirklich, wirklich will. Also oh, what a Spice Girls mit Tim. Oh, yeah. Yes. What I really, really want. Yeah. I wanna heißt das Lied. Wanna be. Warum muss ich denn jetzt trinken? Ja, weil du nicht einfach gesagt hast. Ich verstehe das gar nicht. Nee, ne? Also mit so ein bisschen warm im Gesicht, aber angenehm. Weiter geht's. Ja, wenn ich vorbeigehe, sehen Mädchen aus, als würde er fliegen. Ich pimpe im Takt in meinem neuen La Freak auf der Straße spazieren gehen. What? Wie ist das so einfach? Hier diesen Körper anbieten. Baby, look at that body. Aber der Titel reicht ja im Prinzip. Girl, look at that body. Look at that body. Nee. Yeah. Die Jungs küssen mich, einige Jungs umarmen mich, ich denke. Junge mit dem kalten Bargeld hat immerher recht, denn wir leben in einer materiellen Welt und ich bin ein materieller. Ach scheiße, ich weiß es gar nicht. Du weißt es nicht? Weißt du die? Material! Jetzt hat sie es gehört. Ja, Material Girl, keine Ahnung. Madonna! Okay. Wir trinken beide nicht und ihr müsst. Nee. Gut, dann Prost. Prost. Ich hasse Zitronen. Wer führt dich, ne? Nee, ich hab 2 Punkte. Ich hab 4, glaube ich. Na, ja? Quatsch. 5. Es hat keiner mitgezählt. Was erzählst du denn? 5. Hat echt keiner mitgezählt. Also ich hab 3. Ich hab auch 3 oder 4. Nein, du hast 2. Der Gang gemeint, wild, resolut, Mädchen. Du bist heiß und du bist süß wie Scheiße. Nach der Show können wir wie Teil. Nein! Ich war der Erste! Scheiße, ich will Heidi von Wedding Cake!
und Snoop Dogg und Heidi Klum. Ah. Oh, kann nicht sein. Okay. Peinlich, Tom, peinlich. Ich war genauso schnell wie du. Peinlich. Ich war genauso schnell wie du. Hast du den nicht gemacht? Doch, natürlich, aber ich hab ihn genauso schnell gedrückt. Georg hat selten so viel mit uns getrunken. Ich danke dir. Dann endlich mal, wird ein bisschen locker hier. Endlich mal ein bisschen Rock'n'Roll. Also, jetzt nimm ich mal die andere Richtung, weil das ist ein deutsches Lied. Ah, ein deutsches Lied auf Englisch. Abenteuerland. Was? Roam the streets till past midnight. I used to lie doing the two. I don't need you for that. I'm sitting at the bar. Das ist schon übelst schnell. We used to be here together. Often it doesn't bother me. I need you. I do not need you. Damn, I want you. I do not. Matthias, Sag mal. Nee, du warst dran, oder? Du bist dran. Verdammt, ich lieb dich? Ich lieb dich nicht. Verdammt, ich lieb dich. Von... Also ich hab gehört, wie verdammt, ich lieb dich nicht. Keine Ahnung. Also, ja, jetzt. Ah, verdammt, ich lieb dich, Punkt. Matthias rein. Okay, das zählt. Ich durfte mich auch nicht korrigieren. Ja. Matthias rein war das, ne? Ich muss dazu sagen, die Regeln waren bei allen ein bisschen anders. Ne? Ja, irgendwie noch gar nicht mehr Sinn. Egal. Cheers. Das war die letzte Runde. Wer hat gewonnen? Ich hab gewonnen, oder? Ich würde sagen, du hast gewonnen. Ich Zweiter. Ich weiß nicht, bei Georg Gustav, du. Ja, das, das war ganz schön. Ja, die Verlierer kriegen nochmal einen Schock. Das würde ich auch sagen. Ich hab zumindest nochmal einen Namen beigesteuert, ne? Doch, Bettler. Auf Bettler. Ne? Hatte ich jetzt gewonnen, oder wer? So. Vielen, vielen Dank, dass ihr mitgemacht habt. Das war lustig. Gerne war wieder. Wann machen wir das wieder? Ja, gerne wieder, aber ohne dieses oder Zeug. Ja, nächstes Mal bringt ihr Schnaps mit. Danke fürs Zusehen. Danke dir. In der Infobox findet ihr alle Links zu den Menschen hier. Falls ihr die noch nicht kennen solltet, Street Bad Love. Und wir gehen jetzt was trinken. Wir gehen jetzt was trinken. Ich gehe jetzt ins Bett. Ciao.